So, jetzt was Kompliziertes. Kompliziert. Ja, auf alle Fälle hier der Steuersatz wackelt. Normalerweise müsste man oben einstellen, aber wenn man nicht einstellt, dann kommt man schnell an seine Grenzen. Wenn man nicht hier oben festschraubt, dann schleift die untere Lagerschale da oben dran. Das ist das Problem. Da hat jemand gefuscht und hat ein falsches Oberteil auf dieses Unterteil gesetzt. Tauschen. Tauschen. So, das müssen wir jetzt machen. Und mal gucken, wie lange das dauert. Danach berechnet sich die Zeit. Also danach berechnet sich sozusagen das Arbeitsentgelt. Naja, aber siehst du, so einfach ist es ja nicht. Man muss jetzt hier den Zug noch lösen. Also man muss diverse Sachen beachten. Der Bremszug muss gelöst werden, damit man den Vorbau rauskriegt. Hier, muss ich hier lösen. Dann bekomme ich erst den Vorbau raus. Und nicht nur lösen, man muss ein Ganzes ausbauen. Also Endkappe ab. Muss man hinterher die Bremse eben auch wieder einstellen. Das ist eben so eine Sache. Deswegen kostet das ein bisschen mehr Geld. Halt. Bremszug demontiert komplett. So, jetzt kriegt man es raus. Als Schloss hätte es aber aufmachen können. Das wäre natürlich super gewesen. Egal. Jetzt öffnen wir. So was, nee. Oh nee, ey. Oh, ich fürchte, die Winde ist kaputt. Ei. Also gute Frau, ich fürchte, die Winde der Gabel ist kaputt, tatsächlich. Er kriegt das nicht mal mehr rausgeschraubt. Das ist wahrscheinlich durch dieses Spiel entstanden. Ja. Durch dieses Spiel und dann beim Bremsen, das gibt ja einen unheimlichen Schlag auf dieses Teil dann am Ende. Und das verzieht sich dann, das geht dann schief. Und wenn es schief auf dem Gewinde steckt, dann kann man es natürlich nicht mehr einstellen und nicht mehr rausschrauben. Also rausgeschraubt bekomme ich es. Aber hoffen wir, dass die Lager noch okay sind. So, das fixiere ich jetzt hier auch natürlich, damit das Rad nicht runterfällt. Jetzt die Kugeln einzeln unten rausfallen, muss man den Steuersatz auch noch tauschen. Und ich glaube. Oh nee. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Auch durch das Spiel entstanden, dass hier eine Weitung. Ja, der. Das Steuerrohr ist geweitet. Die Schale hält nicht mehr. Wenn die Schale nicht mehr im Rahmen hält, ist das Steuerrohr vorne ist geweitet. Ne? Das kommt durch Spiel im Steuersatz tatsächlich. Weil es immer diese Schläge gibt und dadurch ist das halt unheimliche Belastung. Es ist halt nur ein Stahlrahmen, der verformt sich recht schnell. Also da kann man nicht so mit so einem Spiel fahren. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Was soll ich jetzt machen? Jetzt gucke ich mir das erstmal an, woran das liegt da oben. Das wird ein bisschen besser eingestellt bekommen, aber Spiel wird immer drin bleiben. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch diese Lagerschale einkleben oder so richtig. Oder man lässt es so. Ich sage es hier auf alle Fälle. Das kann ja nicht sein. Normalerweise muss sie halt richtig drin sitzen, richtig fest. Ja, so nicht. Das ist ja ärgerlich. Ja, also man sieht es ja auch, hier fällt die Lagerschale unten gleich raus, freiwillig, aus dem Rahmen. Ist ja auch ein Lager drin. Ja. Ja, und dann merkt man ja schon, die Leute haben kein Geld und so. Also ich werde jetzt diesen Plastikring hier einfach entfernen. Ansonsten müsste ich den Steuersatz müsste ich eigentlich komplett wechseln und hoffen, dass ein neuer besser reinpasst. Aber nicht das Geld. Die Leute haben das Geld einfach nicht. Das ist wirklich zum Verzweifeln eigentlich. Man kann keine vernünftige Reparatur durchführen, wenn
Wenn du kein Geld hast, das geht nicht. Ohne Geld, ich krieg das nicht hin. Das kostet mich ja auch. Das kostet ja auch Zeit. Und wenn um jeden Euro schon gefeilscht wird, gefeilscht wird, also ich entferne jetzt erstmal diese Plastikabdeckung hier, weil ich glaube, die Winde, man hat ja gemerkt, oben hat es schon ein Spiel gehabt. Das kriegt nicht anders hin. Und ich würde es ja auch gerne machen, aber ich habe ja auch Familie. Ich muss ja auch sehen, wo ich bleibe. Ich kann ja auch nicht immer handeln. Ich kann nicht immer alles umsonst machen oder billiger oder so. Das geht ja nicht. Dann ist ja schon billiger. So, jetzt habe ich den hier abgeschnitten, den Kranz, den Kragen. So, ja, das blockiert definitiv. Und jetzt schrauben wir den wieder auf. Ist richtig gerade drin, wenn wir sauber machen erstmal. Lass ich jetzt auch in voller Länge drin hier, damit man das sehen kann. Ja, nee, das muss ich wechseln. Schaut mal hier. Das Oberteil, also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber dieses Oberteil passt nicht zu dem Steuersatz. Das geht nicht, ich muss das wechseln. Wenn ich das hier sauber mache, dann ist das derart eingelaufen. Sieht man diese Wellen hier drin? Kann man das erkennen auf der Kamera? Das sehe ich ja erst nachher beim Schneiden. Leider, wie die aufgeworfen das ist. Guck mal, Thorsten, dann kann er sich auch mal angucken. Aber ist total im Arsch. Hardcore, wa? Ja, nee, ist nicht alt. Ist neu. Das? Neu? Das? Alt. Und dann pop. Hier, Problem. So. Und dann. Und dadurch. Tack, tack, tack. Ist kaputt. Alles kaputt. Ja, gut, wackelt. Alles kaputt. Fettpackung drin und gut. Und dann hoffen wir mal, dass ich noch so ein Teil da habe. Das ist besser. Das ist scheiße. So muss es aussehen. Haben wir gebraucht? Habe ich ihn da. Sogar mit dem passenden Lager dafür. Also mal gute Frau, hier haben wir ihn gefunden. Den opfern wir jetzt dafür. Ist ja ein alter Steuersatz, da muss man auch einen alten Steuersatz Teile nehmen. Da kannst du nicht, wenn man den stückelt, kann man nicht irgendwas nehmen. Das macht man nicht. Neu gefettet ist er, ein bisschen sauber gemacht ist er. Das sind sehr kleine Kugeln für so einen Steuersatz. Und die haben auch Spiel, ich weiß gar nicht, ob das Original ist. Tatsächlich da drin. DDR-Steuersatz, ist ein bisschen problematisch mit DDR-Steuersätzen, weil die haben ein leicht anderes Maß normalerweise. So, das funktioniert schon mal. Schrauben wir den mal wieder zusammen. Und ich bin jetzt schon bei 25 Minuten. Okay, eine Fettfüllung haben wir. Ja, das ist ein Problem. Achso, ja, rausfeilen. Das muss man jetzt noch rausfeilen hier, die Öse. So, die Kontermutter kann man drauf machen, aber die Gewindegänger haben hier Spiel, absolut. Das ist nicht optimal, ne? Vielleicht nehme ich auch die alte Kontermutter. Mal schauen. Jetzt wird das abgeschliffen. Ja, aber nur so funktioniert das. Du kannst nicht, das sind falsche Teile. Okay. Also auch mit der alten Abdeckkappe ist es genau das gleiche hier mit der Endkappe hier. Die hat auch Spiel, ne, auf dem Gewinde. Also das Gewinde ist durch. Das ist gut. Es läuft sehr gut sogar jetzt. Das ist eine gute Arbeit. Fest, ja?
Die gute Frau hatte den bis dahin. So war das. So war das, so soll das sein. Er hat Brüste gemacht. Ist er extra aus der Kamera raus. Um zu fragen, ob es eine Frau ist. Hey, du. Schwer? Ja. Ist alt. Ja. Alles, jedes Lager hier ist kaputt an dem Rad oder eben überholungsbedürftig. Ja, ist okay. Nee. Thorsten macht immer gerne WD-40 in die Lager, aber das ist ein Problem. Du? Hören? Nicht. Ich? Du? Und dann laut. Mit dem. Mit dir, kein Problem. Genau, dann merkst du es. Ja, aber das ist so. Das ist zu laut. Ja, kannst dich immer rausreden. Sagt, er hat immer eine Ausrede, denn natürlich, wenn er irgendwo in der Werkstatt noch ein Geräusch zu hören ist, kann er immer sagen, hab ich nicht gehört. Ist ja immer so. Das ist dann halt die Schwierigkeit. Da muss dann doch mal einer drauf gucken, der dann auch hören kann. Und wenn es irgendwo fliegt, das hört er natürlich nicht. Ne? Man kann ein bisschen was fühlen, wenn ein Lager kaputt ist, aber wenn du danach gehst, ist ja hier bei jedem Rad irgendwas kaputt und deswegen, da ist es schwierig. Also da ist ja überall Geräusche. Perfekt. Bin richtig stolz. Das ist richtig gut geworden. So, ja. Jetzt kommt noch wieder eine Klettschülse, eine neue Ruf und dann sind wir fertig mit dem Ding und dann haben wir gebraucht 35 Minuten am Ende. Das ist natürlich und das hat seinen Preis plus Material. Ich hab. Schon da. Wunderbar, ich freue mich. Fertig. Jetzt noch aufpumpen, das wird natürlich nicht berechnet. Aber es wird gemacht. So, das war's mit deinem Fahrrad. Wenn du willst, schaust du dir das Video an auf YouTube.